Es geht tatsächlich nochmal so richtig weiter hier bei Animal Crossing Wild World. Ja, ich habe selber nicht daran geglaubt und wir haben sehr spät tatsächlich. Und wir haben August. Ihr seht also schon, ich habe ein bisschen in der Zeit erst rumgespult. Das hatte ich ja zum Let's Play noch gar nicht gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Das wird jetzt auch einfach nötig. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, was wir denn eigentlich jetzt alles machen wollen, beziehungsweise noch machen wollen. Ich wollte ja eigentlich schon immer das Museum noch vervollständigen. Hab mir da jetzt alles rausgeschrieben, was noch so fehlt. Hier liegt übrigens auch noch ein Delaquarum. Ist denn wirklich noch auf? Ne, ich wollte schon sagen, um 23 Uhr machen die zu. Ja, es ist August, weil ich habe ein paar Fische gefangen. Ein paar ist gut. Mir fehlt jetzt noch ganz genau eine. Dafür muss ich ganz nach rechts scrollen, denn das ist der Quastenflosser. Das heißt, den bekomme ich erst, wenn es irgendwann mal regnet. Und weil ich jetzt aber sowieso schon im August bin, da habe ich jetzt zuletzt den Marlin gefangen. Dachte ich mir, yo, dann kann ich auch eigentlich, hier ist übrigens eine Rafflesia, ich weiß gar nicht mehr, wie genau die heißen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gezeigt in Animal Crossing, hier so im Let's Play. Gibt's aber eigentlich in jedem oder mindestens mal fast jedem. Ja, aber weil ich jetzt sowieso hier in einem Sommermonat bin, dachte ich mir, können wir direkt mal ein paar Käfer noch sammeln. Uns fehlen nämlich noch einige, also wir haben nicht mal die Hälfte aller Insekten. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt dann, um das jetzt direkt mal zu machen. Ein bisschen was zu farmen. Weil, ja, das wird jetzt erstmal auch mein Schwerpunkt sein. Das Problem ist jetzt, also es sollen angeblich Käfer geben, die erst nach 11 Uhr spawnen. Das sind einmal der Riesenkäfer und der Skarabäus. Ist, glaube ich, in keinem anderen Spiel so. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch nur aus einem Wiki, wo auch noch Insekten falsch geordnet waren. Also die Legitimität dessen kann ich jetzt nicht ganz überprüfen, aber nun gut. Ihr seht auch natürlich durch die ganzen Zeitreisen bedingt, ist jetzt hier alles mit Unkraut bewachsen und sowas, aber ich muss noch mal ein bisschen time traveln, deswegen habe ich mich da jetzt noch nicht drum gekümmert, auch wenn es mich so ein bisschen sehr reizt, weil ich einfach alles weghaben möchte, aber ja, es ist doch sinnvoller, das noch nicht anzugehen. Und ich weiß auch nicht, wie schnell jetzt hier Insekten spawnen werden. Ich habe bisher auch immer nur einen, also ich habe einen überhaupt mal gesehen hier an Palmen. Und das war der Elefantenkäfer. Vielleicht sollte ich auch doch noch mal ein paar mehr Palmen pflanzen. Dann ist aber halt immer die Gefahr, dass man die zu nah aneinander pflanzen, dann dadurch Insekten verscheucht. Was ist denn für ein Riesenfisch? Den will ich jetzt gerade auch mal fangen. Habe ich Lust drauf. Ich habe hier noch eine, was ist das, Bergzikade, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob wir die schon gestiftet haben und ob ich die generell schon gefangen hatte. Das müssen wir vielleicht auch nochmal überprüfen. Ja, ansonsten, ich hatte einfach wieder Lust auf Wild World. Wenn das jetzt ein Arapaima ist, ne? Ich raste aus. Okay, es ist ein Karpfen. Den Arapaima und die Piranha habe ich tatsächlich sehr lange gesucht gestern. Bis ich dann herausgestellt hat, so, dass die Piranha halt tatsächlich nur, ich weiß nicht, von, ich glaube, von wann war das? Irgendwelche engen Zeiträume waren das auf jeden Fall. Ich glaube, zwei Zeiträume. Ich habe auf jeden Fall im Falschen gesucht. Und da konnte die dann also gar nicht auftauchen. Dann ging es auch einigermaßen schnell, dass ich sie gefunden habe. Aber ja, Informationen ist immer ein bisschen schwierig hier in Animal Crossing mit Fischen und Insekten. Also wenn man wirklich eine halbe Stunde bis Stunde lang nicht das findet, was man finden will, und vor allem wenn die dann auch als nicht allzu selten deklariert sind in den Wikis, dann sollte man sich entweder mal ein neues Wiki zu Rate ziehen oder einfach generell nochmal nachschauen, weil es auch sein kann, dass man sich falsche Notizen gemacht hat, wenn man nicht aus dem Wiki direkt liest. Und ja, da war auch mal wieder irgendwie ein bisschen ein Brett vorm Kopf, ich weiß es nicht. Nun ja, ich hatte einfach so vor 2-3 Tagen spontan mal wieder Bock, eine Runde zu spielen. Ich habe jetzt ja Nintendo Switch Sports durch und ansonsten Professor Layton ist auch durch. Das heißt, ich hatte jetzt momentan kein Projekt, beziehungsweise, naja, ich habe eigentlich schon Anfang März angefangen, ein anderes Projekt aufzunehmen, also eine Aufnahme gemacht. Da habe ich aber dann nicht weitergespielt, weil da kamen dann irgendwie wieder andere Sachen dazwischen. Entsprechend, ja, hat sich das einfach nicht weiter ergeben. Und so habe ich dann immer noch nur diese Aufnahme und euch das auch immer noch nicht gezeigt. Das würde aber eigentlich jetzt anstehen. Also das hatte ich jetzt eigentlich vor, als Projekt zu machen. Jetzt schiebt sich da so ein bisschen Wild World dazwischen. Ich wollte nämlich eigentlich ein bisschen
weniger Content wieder bringen, weil ich würde mich einfach mal gerne wieder draußen hinlegen und lesen oder sowas. Und ja, gerade mit 2 Let's Plays so ist das schon momentan ziemlich auslastend. Aber sowas wie Wild World jetzt hier wird auch nicht täglich kommen können. Deswegen ja, mal schauen, ob wir dann trotzdem mit dem anderen Projekt anfangen. Momentan halt noch nicht, weil da habe ich halt trotzdem nur diese 2,5 Parts sind es eigentlich. Weil ich den zweiten irgendwann teilen musste und der zweite dieses Teils, also der insgesamt dritte, aber halt noch nicht wirklich lang genug ist. Da kommt quasi noch was dran aus der neuen Aufnahme, die ich aber dann irgendwann erstmal machen muss. Und hier kommt einfach gar nichts. Was ist denn los? Also zu spät kann es eigentlich dann auch nicht sein, weil die bleiben eigentlich immer bis 8 Uhr morgens oder mindestens mal bis 4 Uhr morgens. Zum Beispiel die Leuchtkäfer oder auch Glühwürmchen einfach. Deswegen würde ich mal vorschlagen, laufen wir mal hier zu Lotta rein und gucken, ob dann hier irgendwas spawnt, weil hier passiert gerade gar nichts. Die wollte auch mal ausziehen, habe ich ihr ausgeredet. Ansonsten, weiß ich nicht, Dieter ist jetzt neu eingezogen irgendwann mal. Und ich glaube, sonst ist jetzt keiner weg bisher. Aber ganz ehrlich, kehre ich auch nicht. Also meine ganzen Blumen, die ich mal hatte, ich hatte ja auch teilweise schon Hybriden, die sind auch alle natürlich gestorben, aber ja. Ich brauche halt für ein paar Insekten noch welche. Ich habe aber auch noch nicht alle Feste gezeigt, beziehungsweise alle Events, die es so in Wild World gibt. Da gibt es zum Beispiel noch das Blumenfest. Ich glaube, das ist im April oder Februar oder ich weiß es nicht. Da haben wir auf jeden Fall noch die Möglichkeit, also die Leute, die Nachbarn werden dann Blumen pflanzen und das kann mir ja auch bei der Insektenjagd zur Hilfe kommen. Ich habe jetzt heute alle Sachen hier gekauft, alle Blumen und habe das auch weiterhin so vor, dass ich die so in diesen Päckchen einfach in die Stadt lege, weil hier ist ja sowieso momentan Kraut und Rüben, also vor allem Kraut. Und deswegen stört das Erscheinungsbild nicht und ich denke, das ist eigentlich ganz praktisch, die schon mal zu kaufen, damit ich die dann irgendwann pflanzen kann, wenn ich dann nicht mehr wirklich time traveln muss. Er ist halt so der Pain von den ersten 3 Animal Crossings eigentlich. Okay, vom ersten eigentlich gar nicht mal, weil beim ersten verrecken Blumen nicht, außer man rennt durch. Aber bei allen anderen, also bei Wild World und Let's Go to the City, muss man halt regelmäßig gießen, sonst sind sie tot, die Blumen. Ab New Leaf kann man dann Verordnungen erlassen und somit hat sich das Problem dann erledigt. Aber in diesen beiden Teilen ist es halt einfach wirklich Pain mit Blumen. Aber ich habe schon vor und Lust auch, tatsächlich die Stadt nochmal ein bisschen, ja, zu gestalten. In gewissen Rahmen zumindest, also ich weiß jetzt nicht, ob ich großartig mit Designs arbeiten werde, aber einfach ein paar Blumen hier und da setzen, mal gucken, was man so machen kann. Und ich hätte auch gern, also generell, jetzt können wir mal über die Ziele so sprechen, ich hätte auf jeden Fall vor, noch mein Haus auszubauen und ich würde auch sehr gerne zeigen, was es mit Nitrom auf sich hat, ich glaube, so hieß die Stadt, der man nämlich spenden kann. Ich weiß nur nicht, wie viel Geld ich da dann wirklich reinspende, weil man kann da ziemlich viel stiften. Und das ist teilweise dann vielleicht ein bisschen too much, dadurch, dass ich jetzt hier einfach Geld durch Rüben maximal bekommen kann. Ergo keine Cheats. Ist ein Seebarsch? Ja, okay. Ich wollte ihn einfach mal fangen, weil hier ist gerade sowieso nichts los, also das ist gerade schon extremst verwunderlich, weil wir haben hier so um die 10 Palmen und ich habe noch keinen einzigen Käfer gesehen. Und ich glaube, es ist schon fast an der Zeit, dass ich dann doch nochmal ein bisschen zurückspule. Also, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Das sollte eigentlich so nicht sein, gefühlt. Hier ist ja wirklich gar nichts los. Oder kommen die so selten? Ich meine, klar, es sind teure Käfer, deswegen kann es sein, dass die selten kommen, aber so selten? Ich weiß ja nicht. Insekten, die ich bisher gefangen habe, habe ich aber wirklich auch alle gespendet. Während es bei Fischen ein bisschen anders aussieht, da habe ich noch den Flussbarsch, müsste es glaube ich sein, und auch die Klische noch nicht gespendet. Das heißt, die muss ich auch nochmal fangen. Das kann ich dann entweder bis Februar machen oder ab Oktober. Und weil wir jetzt gerade im August sind, würde ich sagen, spulen wir dann auf den Oktober vor, um die beiden Fische dann nochmal zu fangen. Ja, und wie gesagt, dann muss ich halt einfach mal einen Regentag irgendwann erwischen. Und offenbar kommt der Quastenflosser in Wild World auch erst abends, während es in, soweit ich weiß, allen anderen Spielen eigentlich den ganzen Tag über ist. Aber das kann auch wieder sein, dass mein Wiki mich da verarscht, was ich da als Quelle benutzt habe. Aber das ist jetzt so das, was ich weiß. Aber das ist gerade sehr, sehr sonderbar. Ich laufe jetzt noch einmal nach links und wenn da nichts ist, ne, dann werde ich wohl doch einfach erstmal
auf, weiß ich nicht, 21 Uhr vielleicht stellen. Das Tolle ist dann halt auch, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, den Shop zu nutzen. Also der ist jetzt bis 23 Uhr auf, haben wir ganz am Anfang gesehen. Und das ist halt schon sehr praktisch. Weißt du was, wir gehen nochmal gerade zu Lotta rein. Vielleicht aktualisiert sich dann irgendwas. Das Ding ist ja auch, was ich auch schon angesprochen hatte, in Animal Crossing Wild World reagieren die Charaktere erst nach 10 Minuten, wenn man spielt, auf einen. Aber dann auch wirklich alle. Also man muss quasi 10 Minuten draußen rumrennen und irgendwann dann, nach diesen 10 Minuten, denkt sich das Spiel so, oh Gott, der spielt ja schon eine Weile, dann können wir die Bewohner auch mal auf ihn aufmerksam machen oder andersrum. Die Bewohner nehmen dann wirklich mal Notiz von ihm und wollen was. Aber dann halt kommen auch wirklich alle auf einen zu. Egal, ob man sie ignoriert oder nicht, es kommen dann einfach alle nacheinander, wenn man an denen vorbeiläuft. Und ich weiß nicht, ob das hier vielleicht beim Spawning von Insekten auch so ist, weil das ist halt gerade extremst verdächtig. Auf der anderen Seite spiele ich jetzt halt auch schon 10 Minuten und habe jetzt noch kein einziges Insekt hier gesehen. Dabei muss man natürlich auch mal bedenken, diese Spawn-Rates existieren auch und wahrscheinlich auch in Wild World. Es gibt immer eine gewisse Anzahl an Fischen und an Insekten, die gleichzeitig auf der Map sind oder sein können. Und ich glaube, es kommt mir natürlich nicht besonders zugute, dass ich jetzt hier überall Unkraut habe. Weil Unkraut zieht auch Fliegen an. Ja, guck mal da, der Alfredo ist schon mal auf mich aufmerksam geworden. Schön. Ich will aber gar nicht mit denen reden. Es kann halt sein, dass dann hier und da Fliegen sind. Oder zumindest bei dieser Stinkblume da. Wodurch sich natürlich die potenzielle Anzahl an Palmenkäfern reduziert. Deswegen gucke ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen durch die ganze Stadt. Wir müssen auch neben Palmenkäfer noch viele andere Insekten fangen, aber ich glaube, die sind jetzt nicht hier nachts am Start. Vielleicht auch schon. Man kann ja einfach mal gucken. Hier hinten sehen wir die Blumen, die ich da gekauft habe, von denen ich gerade gesprochen hatte. Ja. Der letzte Part war der Februar-Part. Das war eigentlich ein Live-Part, den ich im Stream aufgenommen habe, wo ich eigentlich dachte so, ja, kommen wir mal wieder langsam rein. Ich hab Bock. Allerdings hat sich dann im Stream so gezeigt, dass irgendwie nichts passiert. Hier ist die Fliege, die ich angesprochen hatte. Und deswegen habe ich dann auch nach einer halben Stunde ausgemacht. Und ja, habe ich euch jetzt trotzdem dann gezeigt. Auch vielleicht für den Zusammenhang. Und ich höre schon immer noch eine Fliege. Wo denn? Ich muss die gerade fangen. Weil sonst wird das hier nichts. Da ist sie. Sogar mehrere. Guck mal. Hier sind so viele Fliegen am Start. Ja, okay. Wisst ihr was? Ich glaube, mein Plan war zwar interessant, aber unpraktisch. Also ich befürchte, wir werden so nicht weit kommen, was dieses Vorhaben angeht. Mit diesem ganzen, ja, Fliegenzeug hier. Die werden ja auch wahrscheinlich respawnen, befürchte ich. Die ganzen Fliegen. Ja, guck mal, hier sind 3 Stück, glaube ich, oder so, oder 4 oder sowas. Ja, gut, dann ist es halt tatsächlich kein Wunder. Das heißt, Insekten fangen generell, während die Stadt voller Unkraut ist, ist eine ganz, ganz dumme Idee. Okay, habe ich verstanden. Dann lasst mich mal gerade ein bisschen umplanen. Ich gucke jetzt nur mal, aber das wird genau das sein. Ich habe natürlich, wie gesagt, einige, die ich, also was heißt einige, aber so ein paar habe ich noch, die auch außerhalb des Augustes fangbar sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das sich lohnt. Ich weiß auch nicht, wie schnell so eine Rafflesia dann verschwindet. Von jetzt auf gleich wird das nicht sein. Nur weil ich jedes Unkraut-Dings da gerupft habe, wird das jetzt nicht plötzlich verschwinden. Das braucht mindestens mal einen Tag. Ja. Gut. Wisst ihr was? Auch wenn ich sowieso noch mal ein bisschen Zeit reisen muss, aber dann muss ich das halt in Kauf nehmen. Dann werde ich jetzt einfach Unkraut rupfen und dann gleich zum nächsten Tag vorspulen, in der Hoffnung, dass das dann vielleicht erledigt ist. Dass ich dann vielleicht tatsächlich die Rafflesia los bin und damit dann halt die Fliegen und damit die Chance habe, überhaupt Insekten zu fangen. Also auch die Zikaden, ne? Ich habe eine Dackzikade gefangen, eine andere habe ich gesehen, aber ich bin auch noch nicht der größte Virtuose hier im Insektenfangen, weil das schon ziemlich schwierig ist in Wild World. Aber das erklärt eigentlich alles. Das erklärt halt wirklich eigentlich alles.
Weil normalerweise gibt es ja mindestens mal so 3-4 Zikaden, die auf der ganzen Map Alarm machen. Und hier war halt wirklich gar nichts. Außer diesen 2 Zikaden, die ich innerhalb von einer halben Stunde oder sowas mal gefunden habe. Das ist definitiv die Erklärung. Gut, gut. Vielleicht während wir hier Unkraut zupfen, kommt ja einfach mal ein UFO lang geflogen. Wäre witzig, wäre cool. Glaube ich zwar absolut nicht dran, aber kann ja sein. Und ja, ich sag mal so. Ich hatte ja sowieso vor, auf Insektenjagd zu gehen. Also basically langweiliger Content. Also jetzt kein Event-Content, besser gesagt. Langweilig liegt im Auge des Betrachters oder des Hörers. Und deswegen ist es jetzt auch gar nicht mal so viel anders, wenn ich jetzt einfach nur Unkraut zupfe. Das Tolle ist, wenn ich jetzt halt wirklich über Themen reden möchte, dann bin ich auch deutlich weniger abgelenkt, als wenn ich hier nach Insekten suche. Insofern, wir zupfen jetzt einfach zusammen Unkraut raus. Hat man auch mal gesehen. Habe ich auch noch nie in einem Let's Play eigentlich gemacht. Muss man ja auch mal so sehen, weil okay, gut, in New Horizons natürlich das ganze Unkraut initial mal entfernen, aber dann ist es ja auch nie wiedergekommen. Aber ansonsten habe ich meine Städte ja eigentlich immer unkrautfrei gehabt, beziehungsweise, ja gut, auf dem GameCube ging es nicht. Und in Let's Go to the City habe ich halt immer selbst die Zeit manipuliert, ne. Naja. Ja, ich wollte auch eigentlich Wild World jetzt nie so richtig verlassen, ne. Weil es ist ja halt, ich habe jedes Animal Crossing Projekt bisher in irgendeiner Form beendet, wo ich dann gesagt habe, so, jo, ich habe alles erreicht, was ich erreichen möchte. Hab mich schön eingerichtet und alles, und das können wir jetzt gut verlassen, so guten Gewissens auch, haben auch so alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat, im Fall von vor allem vom GameCube-Teil, was ja trotzdem ein relativ kurzes Projekt war, vor allem verglichen jetzt eben mit Let's Go to the City und New Horizons. Und das hier war natürlich jetzt bisher so unvollständig und auch, ja, ich sag mal gerusht, weil ich halt schon, ja, alles irgendwie krass in Parts gequetscht habe, damit wir so eventmäßig so alles mitnehmen, was es so gibt und alles, aber trotzdem ohne Zeit rumspulen. Was jetzt nicht so das Problem für mich war. Also ich habe jetzt nie gesagt, so, ich will nie Time Traveln in dem Spiel, aber ich wollte so viel wie möglich halt schon mal so mitnehmen, ohne das zu tun. Aber ab dem Zeitpunkt jetzt hier ist es auch einfach nicht mehr praktikabel. Ja, ich habe ansonsten jetzt alles angesprochen, was ich noch machen möchte. Ich möchte das Museum vervollständigen. Es fehlen jetzt noch 9 Fossilien und ganz schön viele Gemälde. Also mit dem Delacroix, der da vor dem Nook noch liegt, hätten wir gerade mal 5 von, ich glaube 20 sind es. Aber das ist ja auch kein Problem, wenn man ein bisschen Time travelt, dann jeden Montag halt so reiner zu gehen. Das werde ich machen. Wird aber dann wahrscheinlich kein Bestandteil sein von Videos, sondern erst, wenn wir irgendwie nur noch einen haben oder sowas, der fehlt, keine Ahnung. Weil da passiert ja jetzt auch nicht wirklich viel. Ist einfach nur ein bisschen Zeit verstellen und reingehen. Ich muss entsprechend eine Menge Geld noch farmen, damit ich erstmal mein Haus ausbaue und dann im besten Falle wirklich noch stiften kann. Da haben wir eine Motte, die müssten wir, glaube ich, schon haben. Ich fange sie trotzdem mal. Uiuiui. Mein Gott. Wenn ich nicht so scheiße wäre. Wo ist denn die Motte? Bip, 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 bip. Ich sehe sie tatsächlich nicht. Wie heißt die denn hier? Ach, die ist direkt hier ganz oben. Ah, hier, Moth. Jetzt habe ich sie. Habe ich in der Liste tatsächlich nicht gesehen. Hätte mich jetzt gewundert, wenn wir die nicht haben, aber ja gut. So, Früchte sollten wir, glaube ich, alle haben mittlerweile. Ich will, wie gesagt, recht gegen Ende die Stadt ein bisschen aufhübschen, wenn wir halt auch wirklich, ich sag mal, garantiert nicht mehr spulen. Und ich möchte natürlich auch mein Haus noch irgendwie einrichten. Wie genau, mit welchen Items, mal gucken. Momentan dient das auf jeden Fall als Geldlager und als Rübenlager, weil ja, ich muss natürlich für dieses Vorhaben ganz, ganz viele Rüben verkaufen. Und wenn ich dann mein Haus abbezahlt habe, würde ich mit übrigen Geld und Geld, was ich weiterhin farme, auch sehr, sehr gerne noch, ja, halt einfach diese Federn bekommen und was auch immer es sonst noch da gibt. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, was es sonst noch gab für diese Spenden. Und die Tauschquest haben wir ja auch nur teilweise mal gemacht, also da fehlen auch immer noch eine Menge Gegenstände, die man bekommen kann. Unter anderem auch die Goldaxt und die Goldschleuder fehlt auch noch.
Ich weiß nicht, wie viele Geschenke ich mittlerweile abgeschossen habe. Es sind bestimmt nicht viel mehr als 5. 15 brauche ich dafür, beziehungsweise der 15. Ballon, der kommt, hat dann die Goldschleuder. Und ich finde halt die Ballons auch extremst kacke umgesetzt in dem Spiel, weil selbst wenn man die also wenn die von links nach rechts fliegen und man sieht die ungefähr hier, dann ist es schon extremst knapp, weil man muss meistens erstmal eine Brücke suchen, über die man dann laufen kann. Im besten Falle sollte das die obere sein, weil man da nicht so viel Zeit verliert, weil man muss am besten eigentlich auch nach hinten rennen, nach Norden. Weil man sonst aus der Entfernung so gut wie gar keine Chance hat, meiner Meinung nach, auch wirklich zu treffen. Und das ist halt, naja, ein bisschen dumm. Achso, das war ein Bewohner mit seiner Angel. Ich dachte ehrlich gesagt, da wäre ein Insekt. Für einen Bruchteil einer Sekunde zumindest mal dachte ich das. Naja. Ich habe ansonsten jetzt auf jeden Fall mal im Discord gefragt, ob ihr Themen oder Fragen habt, die ich behandeln könnte. Und da sind ein paar Sachen zusammengekommen. 3-4 Stück, über die wir auf jeden Fall mal reden können. Ich frage mich aber, ob das schon Bestandteil dieses Parts ist. Beziehungsweise ich frage mich, ob wir sonst noch was zu tun haben hier, zu bereden haben. Ich denke, so viel habe ich jetzt eigentlich halt wirklich nicht mehr zu sagen. Wollte ich sonst noch was gemacht haben, außer die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe? Ja gut, halt restliche Events noch mitnehmen. Das sind aber auch nur eine Handvoll Stück. Handvoll Stück, das klingt komplett kacke. Es sind wirklich wenige. Weil es in diesem Spiel halt wirklich nicht viele Feiertage gibt. Das war eigentlich auch so eher so ein Ding, was in Let's Go to the City wieder richtig genutzt wurde und in Wild World irgendwie so ein bisschen abstinent war. Dazu zählt vor allem halt sowas wie Weihnachten, Ostern, Karneval, Herbstfest. Das gab's ja irgendwie alles schon mal im Gamecube-Teil, aber wurde dann hier irgendwie nicht so wirklich beachtet. Das Einzige, was es, glaube ich, gibt, ist halt Silvester. Und wir haben ja diese Pilzsaison im November. Mein Gott. Und die haben wir ja mitgemacht, da haben wir alle Items. Oder nee, Quatsch, das war das Eichelfest, ne? Gab's die Pilze hier auch? Es gab auf jeden Fall das Eichelfest, das haben wir gemacht. Und ja, viel mehr Events gibt's hier halt eigentlich gar nicht. Die Events, die es gibt, sind cool und schön gemacht. Aber ansonsten, naja. Aber trotzdem, auch wenn es hier halt nicht viel zu tun gibt, Wild World hat immer noch seinen eigenen Charme und ich habe auch wirklich richtig, richtig Bock gerade hier mal wieder ein bisschen Wild World einfach zu spielen. Muss ich echt sagen. Es ist einfach sehr angenehm. Da können wir vielleicht nochmal auf Animal Crossing generell zurückkommen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass New Horizons noch was Neues bekommt. Aber ansonsten steht eigentlich nur noch ein Mainline-Titel an und das wäre New Leaf. Sollte Animal Crossing Wild World dann irgendwann mal durch sein, wird irgendwann danach dann natürlich auch mal New Leaf kommen. Aber mein Problem ist, dass ich da tatsächlich ganz gerne wieder richtig committed werden möchte. Und auch erstmal ohne Time-Traveling. Da brauche ich auch einfach Zeit für, ne? Und da möchte ich jetzt nicht gerade irgendein längeres Projekt sonst noch haben. Und ich habe eigentlich noch ein paar längere Projekte, die ich jetzt in der nächsten Zeit gerne machen, anfangen möchte, wie auch immer. Und da wären wir eigentlich auch schon direkt bei dem Projekt, was jetzt eigentlich als nächstes starten sollte, was ich eben, wie gesagt, schon ein paar aufgenommen habe. Das verrate ich an der Stelle nämlich einfach mal. Das ist der erste The Legend of Spyro-Teil nochmal. Ähnlich wie bei Professor Layton möchte ich ja auch hier nochmal die Trilogie durchspielen, beziehungsweise bei Professor Layton habe ich ja nur Ruf des Phantoms damals Let's Played und Maske der Wunder und Vermächtnis von das Land konnte ich halt nicht, weil ich keine Capture-Karte für den 3DS hatte und das sind 3DS-Games. Und das hatte ich also als Story-Vorbereitung ja nochmal gereplayed. Ist ja jetzt vor kurzem erst zu Ende gegangen. Und dann ist bei The Legend of Spyro eigentlich ein recht ähnliches Szenario, würde ich sagen, weil ich habe damals die ersten beiden Teile gespielt, A New Beginning und The Eternal Night, und habe dann tatsächlich einmal aufgehört, Dawn of the Dragon zu spielen, den dritten Teil, dann kurz wieder angefangen und dann wieder keinen Bock mehr gehabt. Und ich habe damals so gesagt, ja, ich möchte es eigentlich schon durchspielen, aber es gefällt mir irgendwie nicht so mega gut und das mit der Grafik triggert mich auch irgendwie, weil es gibt halt eine bessere PS3-Version und ich habe die PS2-Version gespielt. Und wenn, dann möchte ich lieber die nochmal versuchen. Und die habe ich jetzt und die möchte ich natürlich dann auch tatsächlich spielen.
Allerdings ist es eben wie bei Professor Layton dieser Story-Zusammenhang, der mich dazu führt, dann doch einfach nochmal die ganze Trilogie durchzuspielen. Und generell war es auch eigentlich geplant halt, ja, ich habe ja Spyro-Replays gemacht bis zu diesem Teil, ne? Und deswegen möchte ich auch auf jeden Fall die ersten beiden Teile von The Legend of Spyro nochmal spielen und dann Dawn of the Dragon halt wirklich nochmal angehen in der PS3-Version und hoffentlich dann auch durchziehen. Ich hoffe es sehr, weil ich möchte das auch tatsächlich doch mal beendet haben. Für mich insgesamt so. Ich möchte mal das zu Ende gespielt haben. Wäre schon cool. Und tatsächlich hätte ich aber auch Lust, die GBA-Spiele nochmal zu spielen. Das DS-Spiel definitiv nicht, Shadow Legacy, aber Season of Ice, Season of Flame und auch Spyro Adventure hätte ich Bock drauf. Spyro Fusion auch auf keinen Fall. Das ist ein grässliches Game, vor allem verglichen mit seinem Geschwisterspiel Crash Fusion. Das braucht halt wirklich kein Mensch. Also Spyro Fusion oder Spyro Orange. Nee. Cortex Conspiracy braucht wirklich keiner. Also die würde ich auch gerne nochmal irgendwann spielen. Ich habe gesehen, der Dennis hat jetzt angefangen, der zurück zu mit Rayman 3. Das stünde bei mir theoretisch auch nochmal irgendwann an. Oder auch Rayman 2 in verschiedenen Varianten, die es ja noch gibt. Könnte man auch nochmal machen. Aber vor allem auch wirklich als großes Spiel, was eigentlich in der näheren Zukunft auch angestrebt wäre, wäre dann wirklich Jack 3. Und ja, gerade jetzt, wenn man das jetzt zusammen sieht in Betrachtung mit New Leaf, das möchte ich nicht irgendwie parallel spielen sogar. Ne? Das muss wirklich nicht sein. Ich brauche da wirklich Zeit für jedes individuelle Projekt. Und will halt nebenbei ein bisschen Zeit haben. Deswegen, ja, weniger Let's Plays generell. Und für New Leaf will ich mir dann halt wirklich Zeit nehmen. Und es ist auch eigentlich egal, wann man Animal Crossing anfängt. Ich finde es halt immer ganz schön im Frühling oder im Sommer. Winter ist halt immer so eine Animal Crossing Off-Season irgendwie, weil sieht zwar manchmal schön aus, wenn da dann Schnee liegt, ne, dann freut man sich auch so ein bisschen, aber man kann halt kaum Insekten fangen und irgendwann ist man in der Schnee auch sowas von leid und das ist irgendwie nicht so richtig dieses Animal Crossing-Feeling, weil Animal Crossing ist eigentlich immer Wald. Zumindest in den ersten drei Teilen ist es noch so. Da basiert halt sehr viel auf dieser Waldatmosphäre und das ist natürlich dann in New Leaf ist es nicht so wirklich so präsent wie jetzt hier in Wild World zum Beispiel noch, weil in Wild World, man hat Steine, man hat Bäume, man hat Blumen, man hat Unkraut und das ist es auch eigentlich schon, was rumstehen kann, neben Gebäuden und ja, dem Flusslauf und dem Meer, also man hat nicht viel, was hier rumsteht oder was man aufstellen kann und in New Leaf hat man eine Stadtverschönerung, die das Ganze dann schon ein bisschen auflockern und alles, also da ist man ein bisschen von dieser Waldatmosphäre weg, aber es ist eher so ein Frühling-Sommer-Herbst-Spiel und eher nicht ein Winterspiel. Deswegen, sobald ich irgendwann vor dem Herbst oder im Herbst noch anfange, mit New Leaf wäre das komplett in Ordnung. Dieses Jahr möchte ich es auf jeden Fall noch machen. Und so ein paar kleinere Projekte oder vermutlich kürzere Projekte werde ich natürlich auch noch machen. Ich habe ja beim letzten Mal sogar schon erwähnt, habe ich mal kurz reingehört und sowas, dass ich auch gerne noch Sonic Racing Blablub Transformed machen möchte. Also nicht Team Sonic Racing, das ist auf keinen Fall, da habe ich keine Lust drauf. Aber ne, den Transform-Teil von Sonic and Sega All-Stars würde ich auf jeden Fall gerne machen. Und natürlich geht es auch noch mit Tekken weiter. Also wir haben noch Tekken 6 und Tekken 6 habe ich jetzt gespielt. Tekken Tag Tournament 2 und danach Tekken 7, so rum. Die auf jeden Fall noch anstehen. Und das sind ja theoretisch eher kürzere Projekte, die aber auch zunehmend länger werden in der Reihe, weil es natürlich mehr Content gibt. Aber ja, Tekken Tag Tournament 2 wird, glaube ich, jetzt nicht allzu lange dauern. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern, bis ich das spiele. Also ich würde vermuten, das gehen wir nach dem ersten Legend of Spyro an, was halt auch nicht allzu lange dauern sollte. 15 bis 25 Parts irgendwo in der Richtung werden wir wahrscheinlich sein. Danach würde dann Tag Tournament 2 wahrscheinlich losgehen. Aber das kann sich alles nochmal spontan ändern, weil ich habe auch noch ein paar Spiele, teilweise auch Geheimtipps, die ich gerne spielen würde, auch vom 3DS dann wieder. Mit Professor Layton sollte es auch nochmal irgendwann weitergehen, aber ganz ehrlich, das ist mir gerade recht egal. Ich habe jetzt gerade erstmal einen Teil fertig und da muss ich jetzt erstmal einen kleinen Cooldown haben oder vielleicht heute einen etwas längeren, mal gucken. Nicht zu lang, weil sonst ist es natürlich auch recht unnötig, dass ich das jetzt gespielt habe, wenn ich mich auf die Story vorbereiten will. Aber ja, irgendwo so in einem halben Jahr kann man damit vielleicht dann mal weitermachen. Wenn ich dann auch langsam so ein bisschen, wenn mir die Spiele vielleicht so langsam so ein bisschen ausgehen, was ich noch so spielen möchte. Ein paar Neuerscheinungen gibt es natürlich auch noch. Es gibt dann noch die Klonoa
Remakes, Remasters, ich weiß gar nicht, was es genau sind. Die werde ich dann, oder würde ich auf jeden Fall gerne spielen. Das war's auch eigentlich. Also Mario Strikers zum Beispiel. Ich habe ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Schön. Wurde ja auch mal Zeit. Ich habe zwar schon eins im Haar, aber wurde ja mal Zeit hier. Ja, das reizt mich zum Beispiel nicht und wäre auch nichts für ein Let's Play. Es gibt natürlich irgendwann auch nochmal einen Golf-Part von Nintendo Switch Sports. Eventuell spielen wir nochmal irgendwie Wii Sports Resort oder... Also, vielleicht neu. Vielleicht aber auch wirklich nochmal... Gehen wir nochmal die Stempel an, die noch fehlen. Vielleicht mache ich nochmal so eine so Platin-Challenge bei den Herausforderungen in Wii Sports. Wer weiß. Das sind aber alles... Wären alles spontane Sachen, die mir jetzt gerade auch spontan einfach einfallen. Ratchet & Clank könnte man natürlich auch mal weitermachen, aber sind halt wieder so diese Projekte, die halt wirklich wieder lange dauern werden. Oder vermutlich lange dauern werden. Worauf ich deswegen momentan eher so semi-Lust habe. Weil ich mich dann immer komplett reinkommitten muss in ein Spiel. Also, I don't know. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Jetzt habt ihr eigentlich zweimal in Folge irgendwas über Projekte gehört, wenn ihr die Part so verfolgt. Bei mir ist jetzt halt schon wieder 2-3 Monate her, deswegen wollte ich ja halt auch nochmal ein kleines Update geben, wie ich gerade so darüber denke, über Sachen, die ich so machen möchte. An der Stelle kann man auch nochmal über den Podcast reden. I don't know. Ich ersetze natürlich jetzt so ein bisschen mit dieser Themenfolge, die beim nächsten Mal ankommen wird, auch so ein bisschen Podcast und Podcast-Themen, aber ja... Ich habe momentan nicht wirklich Grund, was aufzunehmen. Also lasst euch einfach mal überraschen. Es wird wieder einfach irgendwann eine weitere Folge geben und dann ist es so. Kann aber auch wieder was dauern. Natürlich erst recht, wenn ich halt wirklich wieder so Sachen mache wie hier in Animal Crossing Wild World, dass ich wirklich Sachen sammle und währenddessen ein bisschen rede. Weil das ist dann quasi ein Podcast, weil es passiert... In-game jetzt hier nicht besonders viel. Ich rupfe gerade Unkraut. Also wenn ihr mir dabei wirklich zuguckt, schön. Finde ich aber ehrlich gesagt unwahrscheinlich, dass ihr das tut, weil es bietet halt so gut wie gar keinen Mehrwert. Außer, dass ihr jetzt seht, wie schön aufgeräumt das hier alles ist. Ich glaube, die linke Seite der Insel habe ich jetzt hier durch, der Stadt. Und jetzt würde ich mich an die rechte begeben und ich glaube, das mache ich auch einfach noch offscreen jetzt. Weil wir haben die halbe Stunde voll und ich denke, ich habe soweit auch alles gesagt, was ich außerhalb der Themen machen möchte. Und dann sprechen wir beim nächsten Mal über die Themen, die ihr mir geschrieben habt. Vielleicht, was mir dazu assoziativ noch sonst einfällt. Und ansonsten, ja, gucken wir einfach mal, was das Projekt in Zukunft so bereithält und bringt. Ich werde definitiv auch noch selber Sachen fangen hier, Insekten und Fische und so. Es werden jetzt nicht immer einfach ganz viele Themenfolgen und sowas hintereinander oder so, sondern Ich hatte jetzt einfach mal Lust, wieder ein bisschen was an Content für Animal Crossing zu machen. Hatte ein bisschen Lust, ein bisschen über irgendwas zu reden. Das mache ich gerade. Ich würde halt auch sehr gerne den letzten Fisch, also den Quastenflosser, onscreen fangen. Mit euch. Auch das halt so ein Beweghintergrund. Und ja, ich finde es eigentlich immer ganz schön, diese Sommerabend-Sessions hier zu machen. Also, wo ich dann halt auch wirklich onscreen mit euch über irgendwas rede und währenddessen hier eben im Sommer rumlaufe. Es hat irgendwie immer was sehr Melancholisches. Ich finde das cool. Deswegen, ja, sollte das ja eigentlich hier werden, ist es jetzt im Endeffekt nicht geworden, weil Unkraut. Und ich hoffe einfach mal wirklich sehr, dass wenn ich gleich alles Unkraut gerupft habe und dann auf morgen schalte, ich kann jetzt wahrscheinlich auch schon aufhören. Also der Rest der Insel oder, ja, na, das ist jetzt eine New Horizons Krankheit. Der Rest der Stadt ist, denke ich mal, jetzt auch nicht mehr so wild. Also ich habe ja jetzt einen Großteil der Stadt wirklich schon befreit von Unkraut. Ich denke, damit sollte die Rafflesia auch schon verschwinden, aber... Ja, wenn ich jetzt sowieso schon mal dabei bin, kann ich es auch gerade durchziehen und die Stadt zumindest mal wieder ordentlich haben für eine Weile. Ja, und ich würde dann sagen, ich kümmere mich noch um den Rest, spule dann auf morgen vor, also auf genau einen Tag in die Zukunft. Wobei ich verkaufe vielleicht zwischendurch noch was und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Dann reden wir ein bisschen über eure Themen und wie gesagt, alles Weitere wird dann geplant. Bis dahin. Ciao.